Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft. Heute erforschen wir hier mal das Zeugs weiter und vielleicht kramen wir dann auch noch weiter, weil das haben wir scheinbar schon mal alles gesehen. Mehr oder weniger. Hier ist auch noch ein Spawner, alles klar. Ich glaube, wir bauen den ab. Ja. Weil der bringt uns ja eigentlich sonst nichts. Okay, wir sind hier auf Ebene. Ja, ist eigentlich zu hoch für die. Eigentlich müssten wir wieder runter. Nehmen wir noch kurz ab, ist ein bisschen mit, nicht alles. Und unten ist noch Gold. Nehmen wir auch noch kurz mit. Das ist wichtig. Dann gehen wir zum ursprünglichen Gang und fahren dort mal weiter. Ich weiß aber nicht mehr, wo das ist durchgehen. Sind wir hier hoch? Ich glaube schon, oder? Dieser nochmal Gold. Gold ist wichtig, das können wir brauchen im Fight gegen den Enderdrachen. Also nicht das Gold an sich, sondern die Goldäpfel. Oh Gott. Aber ich habe ja nichts mitgenommen. Komisch. Sehr speziell. Naja. Nehmen wir alles mit. Aber wir sind immer noch zu hoch. Ach, Digga. Okay. Spawn Creeper. Ja, komm, sonst kramen wir einfach hier irgendwo weiter. Ich muss essen wieder. Wir haben uns jetzt schon verlaufen, sind wir ehrlich. Dann graben wir einfach ein bisschen in irgendeiner Richtung und dann. Ja, wenn wir irgendwie irgendwas gefunden haben und das rausnehmen wollen, können wir einfach rausgehen. Also hochbuddeln. Ja, hier ist wirklich auch nichts mehr. Oh Gott. Oh. Das ist immer komplett zum Glück. Habe ich Keep Inventory an. Das würden wir sonst jetzt nie mehr finden. Ja, toll. Ja, okay, wenn wir jetzt schon oben sind, können wir eigentlich auch gleich oben bleiben. Nee, hat auch noch nicht funktioniert, mein Gott. So funktionieren die denn nicht? Naja, was soll es? Diesen Gang hier könnten wir mal noch, oder Gang, dieser Weg, könnten wir mal noch fertig machen. Das wäre, weiß gar nicht, haben wir noch Sparzeichenholz? Das Fichtenholz? Nee, fast nichts, okay. Ich weiß halt auch nicht, sollten wir zuerst ein Glückbuch bekommen? Damit wir dann halt auf Glück verzaubern können. Nee, ich weiß, was wir machen könnten. Was wir allerdings auch, dass ich kurz in den Game Mode gehen muss. Wir Villager. Wir bauen erstmal die Farm. Dann erkläre ich euch das Ganze. Dann spawnen wir mal zwei Villager rein. Ich hab ein Dorf gefunden, aber das ist einfach so weit weg. Das werden wir nie schaffen. Zwei so weit mit einem Boot oder so. Bis zu uns zu bekommen, ohne dass die sterben. Das ist nicht möglich. Ja. Genau. Dann können wir das auch gleich bauen. Aber das brauchen wir noch erstmal ein bisschen mehr Eichenholz. Und ja, eigentlich nur noch mehr Eichenholz. Können wir das hier dann gleich auch noch wieder anpflanzen? Es ist so komisch, ich spiele ja immer wieder auf dem Server, da habe ich mir auch überlegt, ob ich da mal ein bisschen streamen soll. Einfach so, keine Ahnung, ein paar Stunden. Und da haben wir halt das Timber-Plugin. Das ist halt so praktisch. Weil du musst einfach den untersten Block vom Baum abballen, es despawnt direkt alles.
Das ist halt sehr praktisch, gerade wenn man eben wirklich Holz farmen muss. Muss man nicht jeden Baum abbauen. Aber naja, wir werden es auch so schaffen. Hoffe ich mal. Ach nee, und für solche Bäume ist es halt vor allem praktisch. Weil die einfach so unfassbar nervig sind zum Abbauen. Auch immer wie viel Holz, das ist ja auch immer halt. Also ist ja gut, aber überall irgendwo. Ach toll. Ach, wisst ihr was? Egal. Wir pflanzen darunter einfach einen neuen Baum. Okay, hier haben wir jetzt. Hier, glaube ich. Ja. Dann noch hier. Perfekt. Okay, ja, ich glaube, dieses Holz sollte eigentlich reichen. Eigentlich. So, dann bauen wir die, glaube ich, auch einfach da oben, oder? Ganz simpel. Einfach keine Ahnung. Einfach hier. Ja, ich glaube, wir machen das einfach hier. Okay, dann brauchen wir Stein. Ich muss das Ganze jetzt mal nochmal, jetzt muss ich überlegen. Hier kommt dann der Komposter hin, hier das Bett. Hier das Slab. Warte mal, das ist die Hälfte auf jeden Fall. Und hier wieder. Da Glas, dann Slab, Bett, Komposter. Genau. Wie viele Blöcke sind das? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Blöcke, okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Sollte, glaube ich, aufgehen. So, das Ding ist, es sollte rundum zugänglich sein. Ne, wobei hinten ist nicht mehr so wichtig. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt mal kurz gucken. Würden wir das Ganze so einteilen? Müsst ihr euch vorstellen, in jeder Lücke guckt halt ein Villager raus. Wie soll der da reinkommen? Okay, hier geht's nicht. Also hier kann keiner stehen. Ich werde das hier kurz abbauen. Mit uns haben wir auch keins mehr. Doch, ein Block. So, wir machen hier mal noch ein Eichenholzbretter. Machen wir es einfach so. So. Genau, dann müssen wir jetzt dann gucken können, dass. Warte mal, wir machen das hier auch noch kurz weg. Müssen wir jetzt dann gucken mit Pistons und hierfür Falltüren. Also hier ist dann der Piston. Der fährt dann immer hoch. Ja, wenn die dann reinlaufen, dann sind die auch gleich gefangen. Wow. Alter. Habe ich mir erschreckt, du. Okay, dann. Ich weiß nicht, sollen wir hier das noch eins nach außen ziehen? Dann wäre das ja auch noch schön. Ich glaube, das machen wir einfach so. Sieht das Ganze ein bisschen geordneter aus. So ein bisschen zumindest. Genau, dann hier oben drüber kommt wieder Eichenholz. Dann kann ja eigentlich auch schon die Decke drauf kommen. Also dann mit Erde, weil da oben gibt es dann Felder. Das wollte ich. Ja, oben gibt es dann Felder, das sind dann zwei Villager, also zwei Bauern. Die werden dann die ganze Zeit dort arbeiten, werden sich auch vermehren und die kleinen Babys, die fallen dann hier runter. Dieses Konstrukt und können dann, wenn sie groß sind, einen Job annehmen. Das sind dann
Wir brauchen eigentlich nur solche Leute mit diesem Bücherregal. Und vielleicht einen mit einem Schmelzofen, damit wir einen Schmied haben. Weil vielleicht gibt uns die ja Sachen. Dann müssen wir die nicht meinen gehen. Und genau. Ich baue das jetzt mal fertig im Zeitraffer. Oh Leute, wir craften jetzt mal noch Zäune. Und vor allem jetzt erstmal zwei Bitte. Wieso habe ich den 8 Wolle genommen? Naja. Alter, wir haben ja keinen Platz. Ja, wir machen einfach erstmal so. Brauchen. Ja. Eigentlich ja nur zwei Komposte. Ja, das sollte eigentlich reichen. Können wir hier irgendwas reinmachen? Irgendwie. Keine Ahnung. Das hier? Dann können wir aus dem hier noch kurz Blöcke machen. So, dann können wir auch noch ein bisschen Platz sparen. Oder auch nicht, okay. Mann, hier warte kurz. Placen das Bett kurz hier. Warte mal, wir müssen so gehen. Ein Komposter. Hä, wie gehen Komposter? Sekund. Okay, mit Slabs. Hier. Ach, nur mit Slabs. Ja, moin. Machen wir erstmal ein paar Slabs. Da brauchen wir eigentlich. Warte mal. So, ich glaube, das reicht, oder? Mit zwei. Ja. Nice. Ey, Digga, das ist ja anders. Oh, schnell. Okay, dann müssen wir kurz unser Inventar ein bisschen ausräumen. Und jetzt das hier einfach mal hier rein. Alles. Oh. Nicht, dass uns hier noch alles despawnt. Das wollen wir nicht. So, haben wir auch noch ein bisschen Level gemacht. Okay, dann, würde ich sagen. Ja. Das war's mit dieser Folge Minecraft. Abo und Like nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Oh, is it what do you see? As you twist it out beneath our feet.